So, meine Freunde der Genüsslichkeit. Violet! Louis! Franz! Macaroni! So, meine Herrschaften! Yo! Yo, Leute! So, heute wieder live am Start, zum dritten Mal, beim vorigen Mal. Waren wir zwar live, aber komplett los, wir. Ja, dumm kann man sein, wir sind es auch. Das hat sich, wann war das, am Montag bestätigt. Ja, dafür einmal ein großes Applaus. Wir waren live. Uns hat jemand zugeschaut, eine Person, der wird sich wahrscheinlich gedacht haben, komplett los, die zwei Burschen reden die ganze Zeit, haben aber das Mikrofon auf lautlos gestellt. Also top, Applaus an uns, wirklich. Dankeschön, Dankeschön. So, in diesem Sinne werden wir das Video starten mit vom Kater zum YouTuber, Lebenslauf plus Bewerbung vom Tomary oder Tomate. Tomate. Oder Tomari, keine Ahnung. Wir haben auch angefangen. Erster mit Videos zu drehen, dann zu Karten. YouTuber sind wir trotzdem keine noch. Kannst du nichts machen? Ja, Bewerbung haben wir auch nicht schreiben müssen. Doch. Hast du noch nie eine Bewerbung schreiben müssen? Aber nicht für Hashtag Ladoc. Also ich habe beim AMS dann. AMS, ja. Ja, ja. AMS habe ich mich beworben. So, dann rein in die Olga, oder? Ja! Oder Revizen ist auch dabei. Schon wieder Werbung. Ja, so fängt This is an. A message to all streams. Go to artlist.io and get the best music for your Rein in die Olga. Ja, das hätte ich auch gern. Das ja, haben wir. Ja. Einer fehlt noch. Einer fehlt, aber ja. Wir sind schon mal nicht so schlecht dabei. Das ist Klein Tomary, oder damals einfach nur Tommy. Was sich aus diesen Testversuchen einmal entwickeln soll, war für ihn hier keine Sekunde überhaupt im Raum des Möglichen. Trotzdem ist es genau diese Faszination, die ihn einmal dazu verleiten wird, alles auf eine Karte zu setzen und noch ganz ohne Social Media Following die 13. Klasse und damit das allgemeine Abitur abzubrechen, um seinen großen Traum zu leben. Mit welchem Trick könnte man schon fast sagen, ich in diese Situation gekommen bin, dass ich das hier machen darf, das verrate ich heute. Aber in diesem Video soll es eigentlich gar nicht so viel um mich gehen, sondern vielmehr um dich. Um genau zu sein, um die nächste Generation von Träumer. Jemanden von euch, der Lust hat, zu mir nach Köln zu ziehen und richtig hauptberuflich an meinen Videos als Cutter und Kameramann zu arbeiten. Aber nochmal zurück zu ihm hier. Wir schreiben das Jahr 2010. Videoproduktion und Visual Effects werden immer zugänglicher und 2010 schon sowas machen. Das ist nicht so schlecht. Also das schaff nicht mal ich jetzt in die Jahre 2020. Nein, ja. Aber ja. Wir schaffen auch nicht mal streamen und den Ton anzuschalten, also was schaffen wir? Yo! Baby, rein in die Olga. Sogar in mein Kinderzimmer. Es war einfach das Magischste überhaupt, zu sehen, wie man am Computer die Realität verändern kann. Ja. Im selben Jahr startete und endete der erste Gaming-Kanal zusammen mit Philipp. Und danach, Anfang 2014, also mit 5... Bruder muss groß. Bruder, was war mit euch? Was war eure Mission? Ja, und danach, Anfang. Ja. Also die richtigen Cowboys hier. Der Bart ist aber falsch rum, oder? Ja, man kann so nicht. Oder so. Okay. Ja, keine Ahnung. 2014, also mit 15, zusammen mit meinen beiden besten Freunden Sebastian und wieder Philipp, ein Comedy-Sketch-Projekt, welches aber ebenfalls noch im selben Jahr eingestellt wird. Bis hierhin war das alles schon ein cooles Hobby, aber hauptsächlich habe ich den ganzen Tag am Computer gezockt. Erst mit 16 hatte ich den Drang, irgendwas zu suchen, dem ich mein komplettes Leben widmen kann. Aber nichts gefunden. Bis mir aufgefallen ist, dass es die ganze Zeit direkt vor meiner Nase war und ich es nur für zu unrealistisch gehalten habe. Aber manchmal muss ein Ziel eben so fantastisch und unrealistisch sein, damit man genug motiviert ist, überhaupt seinen Arsch hochzukriegen. Und das habe ich dann gemacht. Und 2017 entstand zusammen mit Philipp dieses Musikvideo, das ich ganz ehrlich bis heute als mein Meisterwerk ansehe. 4 Monate, 10 Stunden am Tag, ohne Ausnahme, filmen, schneiden und vor allem an den Visual Effects arbeiten. Da sieht man wieder, er sagt selbst, wie viel Arbeit das ist. Wir machen nicht mal so aufwendige Sachen, aber brauchen trotzdem schon einige Stunden, etwas zu schneiden. Ja, das stimmt schon. Und 4 Monate jeden Tag 10 Stunden zu cutten für ein Video, also... Also da brennt dir schon der Hut, Hut, ja. Oder der Kürbis. Genau. Und obwohl ich dem, was ich dadurch wirklich verpasst habe, also die Partys und Grillabende kurz nach meinem 18. Geburtstag... Das sieht auch wieder keiner, die ganze Freizeit, was du da reinsteckst in dieses Projekt, würde ich mal sagen. Das kann nur der nachvollziehen, sage ich mal, der was selber so ein Projekt starten will. Weil das ist eigentlich... Echt viel Arbeit, ja, viel Arbeit. Es ist wirklich nicht ohne.
Aber ja, er beschreibt es eh ziemlich gut. Es ist zwar nicht körperliche Arbeit, das haben wir, glaube ich, schon mal gesagt, aber viel kommt mit Kopfsache. Ja. Es ist viel Kopfarbeit. Ja, das ist nicht lustig, 10 Stunden am PC zu sitzen und zu schneiden. Also irgendwann schaltet dein Hirn komplett ab. Also, ja. Also echt nicht ohne. Geburtstag während den Sommerferien. Obwohl ich dem echt ein bisschen nachtraue, war es genau dieses Video, bei dem ich mich dann im August 2017 einfach so ins Blaue bei Julian Bam als Praktikant beworben habe und eine Antwort bekommen habe. Ich war zu der Zeit so unfassbar happy, das kann man sich eigentlich echt überhaupt nicht vorstellen. Ich war die ganze Zeit so motiviert und so darauf erpocht, irgendwas Krasses zu machen, raus in die Welt zu gehen und coole Projekte zu machen, wenn ich doch nur eine Chance bekommen würde. Und da war sie. Julian Bam trifft sich mit mir 500 Kilometer entfernt in Köln und entscheidet sich für einen anderen. Das sind zwar auch so Schicksalsschläge, aber... Also von uns zu Hause bis zum Julian Bam sind wahrscheinlich mehr Kilometer, aber... Ja, ein bisschen mehr als 500. Aber da können wir rüberfliegen, aber... Wie er gesagt hat, Sowas passiert. Trotzdem war ich zerstört. Aber jetzt konnte mich niemand mehr aufhalten. Wenn sogar Julian Bam auf seine öffentlich auffindbare E-Mail-Adresse reagiert, dann werde ich mit Sicherheit jemanden finden, dessen Videos ich schneiden darf und davon sogar leben kann. Danke, Brevi. Nein, no front. Das habe ich dann auch. Also auf nach Berlin, wo ich für einen großen YouTuber Visual Effects machen durfte. Der Traum geht weiter. Ich filme mit ihm, mache das, was ich liebe, arbeite nebenbei an eigenen Projekten, als hätte wirklich kaum besser laufen können. Und dann hat er mich plötzlich geghostet und sich nie wieder bei mir gemeldet. Zwei Monate, nachdem ich eine Bewerbung an seine Bild... Ganz kurz was anderes. Letztens habe ich so herumgestöbert in irgendeiner App, da sind natürlich auch 1000 Werbungen gekommen. Und da war eine Werbung von irgendeinem Glücksspiel. Und da schaue ich dann, hey, ist das nicht Dena auf dieser Werbung? Und dann steht unterhalb irgendwie was mit, ja, Johann, so und so viele Jahre alt, ist durch diese App Millionär geworden, aber haben Dena gezeigt, wie er in einen Sportwagen einsteigt. Und den Namen geändert und alles. Okay. Total gestört, wirklich. Ist mir gerade so eingefallen, aber... YouTube halt. Aber wie lange diese Werbung noch im Netz ist, bin ich neugierig. Business-E-Mail geschickt habe. Eine Antwort von seinem Management. Revinzeit hätte Lust, mit dir zusammenzuarbeiten. Und den Rest kennt ihr ja vielleicht. Ich konnte mich bei Revi komplett mit Arbeit vorladen, die mir Spaß gemacht hat, hab von ihm viel gelernt und bin für Musikvideos und andere Projekte nach Namibia und Los Angeles geflogen. Im Gegensatz zu anderen YouTubern, die ihre Cutter verheimlichen, hat mir Revi eine Tür nach der anderen geöffnet. Und 2,5 Jahre später... Revi, du Pusher. Ich habe mit Thomas tatsächlich vor 2 Jahren angefangen zu arbeiten ungefähr. Und er hat damals schon gesagt, ey, ich perspektivisch gesehen bin ich so ungefähr 1,5-2 Jahre bei dir. Dann mache ich meinen eigenen Kram. Und jetzt ist quasi dieser Punkt gekommen, wo Thomas sich entschieden hat. Und jetzt bist du dran. Ich suche einen Cutter und Kameramann, der hier zu mir nach Köln zieht oder schon hier wohnt und das als Vollzeitjob macht. Und da ich weiß, dass die meisten die... Muss los. Okay. Ja. Da ist die Tür da hinten. Ich bin da mal raus. Du weißt, wo der Maurer das Loch gelassen hat. Gut schneiden und filmen können, das eh schon die ganze Zeit auf ihrem eigenen YouTube-Kanal machen und dass denen der Kanal auch am Herzen liegt, will ich dem auch gar nicht im Weg stehen. Zu wissen, dass man nach 2-3 Jahren mit viel Arbeit und etwas Glück selber von YouTube leben könnte, motiviert auch viel mehr. Ja, das wäre natürlich der große Traum von jedem. Motiviert schon, ja. Aber da muss ich wieder was dazu sagen. Bis dorthin. Ist ein sehr weiter Weg. Sehr weiter Weg und ein sehr steiniger Weg. Ja, und viel Erfahrungen, die du sammeln musst. Und auch mit so Visual Effects und arbeiten, anfangen, das ist schon mal echt eine harte Nummer. Und viel Glück, finde ich. Jetzt zu der Zeit brauchst du viel Glück, dass... Ja, Glück auch vielleicht, ja. In dieser Zeit ist es sicher schwerer anzufangen wie vor 5-6 Jahren. Ja, bestimmt. Fix. 100%ig, ja. 100%. Also es hat sich viel getan. Ja. Aber durchhalten, durchziehen, weitermachen. Und weitermachen und nicht aufgeben, das ist die Devise von Lee Dog. Yo, Baby, rein in die Mehr Ruhe. Als nur Geld zu kriegen. Und diese Motivation wird es auch brauchen, weil es wird nicht leicht. Wir fangen mal an mit den Voraussetzungen. Du musst natürlich hier in Köln oder nahe Umgebung wohnen oder hier hinziehen wollen. Keine Angst, du würdest dir da natürlich eine nette Wohnung leisten können. Du brauchst extrem gute Kenntnisse im Schneiden mit Premiere Pro, sehr gute Kenntnisse in Photoshop, im Idealfall auch gute Kenntnisse... Was redet was er da? Digga, was hat er vor? Also ich verstehe schon das, was er meint, aber was hat er vor? Das ist meine Frage. Das muss ja ein Filmproduzent dann sein. Ja, vielleicht.
ist schon vorbei bei mir. Bei mir hat mit Photoshop hat's aufgehört. Ja. Also, das hat schon beim Anfang aufgehört. Immer also beim Titel reinschreiben, What's in the Box, die Hude, kein Clickbait machen. What's in the Nudelbox? So ist kein Clickbait machen, einfach so sein, wie du bist. Klar, am Anfang muss Clickbait machen, aber das machen wir nicht. Nein. Wir machen nur, What's in the Box, die Hude. Einfach irgendwas sind. What's in the Nudelbox? Wenn du sonst im Programm auskennst, ist das zwar kein Muss, aber auf jeden Fall ein Vorteil. Du musst eine Ahnung haben, wie man mit. Auf jeden. Oder auf jeden. Auf jeden. Muss los. Mit der Kamera umgeht und Sachen gut in Szene setzt. Mit der Kamera umgehen, das können wir auch, oder? Du kannst das. Ja, ich, du auch. Ja, das kann ich nichts dafür, wenn ich ja meine Aggression auf den Tisch rauslasse und du die Kamera so gut hinstellst. Sieht man das? Er hat das so hingestellt. Alleine schon die Neigung. Dann habe ich vorab einmal drauf getroschen. Und dann ist gar BIM. Und natürlich, ich greife noch nach. Und jetzt das Objekt genau auf dem Objektiv auf der Unterkante getroffen, natürlich Objektiv kaputt. Ja, er haut drauf, die Kamera fliegt langsam, ich sehe das, will noch nachgreifen, greift nach und haus noch richtig mit Schwung auf den Tisch. Und dann, ja, war das Objektiv schon. Und wer war schuld? Domsey 24. Wie heißt sie doch? Das neue Objektiv. Sicher. Wahnsinn. Ja, so ist sie aufgebracht, genau ja, da unten. Aber das Objektiv fährt nochmal aus und das ist dann schräg drin gesteckt. Du brauchst ein Gespür dafür, wohin man die Kamera hält, damit es einfach ein schönes Bild ergibt. Sprich, ja? Framing oder Komposition. Könnt ihr wieder auf. Beste Beispiel so bei der Zink-Challenge. Rein, er geht einmal rein, hat man eh gesehen, nicht mal irgendwas von der Zink-Challenge. Aber ich habe auch scharf gestellt. Ja, aber ja, man sieht das doch, haben wir gerade gesehen, einfach so weg. Ja, also filmen kann ich. Ich war lange Zeit Kameramann auch. Lange Zeit war ich Kameramann bei RTL. Vielleicht war RTL schuld. Und das nicht nur beim Film, sondern auch bei Fotos. Vielleicht hast du sogar Erfahrungen mit einem Gimbal oder einer Drohne. Wirklich alles in die Richtung wird dir einen Vorteil verschaffen. Dann 3D. Also meine bleiben. Demodeling, Tracking, Rendering und so weiter ist natürlich kein Muss und wird auch, wie ihr seht, nicht häufig auf dem Kanal passieren. Aber solltest du es können, ist das auf jeden Fall nicht schlecht. Wenn du dich mit Excel oder anderen Organisationstools oder mit Programmieren auskennst, egal wie wenig das auf den ersten Blick mit dem Kanal zu tun hat, schreib es in die Bewerbung. Ein guter Schulabschluss ist mir natürlich egal. Aber ich lege tatsächlich sehr viel Wert auf die Einstellung zum Leben. Wohin soll die Reise gehen? Willst du vielleicht irgendwann selber YouTube machen oder hast du darauf gar keine Lust und willst einfach nur Nein, eigentlich will ich gar kein YouTube machen. Ich habe auch keine Lust drauf, nein. Ich auch nicht. Aber ich mache es trotzdem gerne. Ja. Aber Lust habe ich keine. Nein. Schneiden und Film. Interessierst du dich für Philosophie, Psychologie, Persönlichkeitsentwicklung? Schreib's in die Bewerbung. Hast du ein Lieblingszitat? Schreib's rein. Ja. Gibt's Menschen da draußen, denen du folgst? Also ich. Also er gibt schon vor, was er in der Bewerbung stehen haben will. Also, Bruder, wir wissen, Jakob, was wir zu schreiben haben. Ich weiß, was ich reinschreibe. Ja. Bruder Jakob muss los. Oha! Hat er geschrieben. Deine Kindergartenfreundin. Ja. Die dich inspirieren, die dir weiterhelfen. Gibt es YouTube-Videos, Songs, Musik, Filme, die einen besonderen Einfluss auf dein Leben hatten? Wer oder was inspiriert dich? Ihr merkt schon, letztendlich suchen wir jemanden, der richtig gut schneiden und filmen kann. Aber auch jemand, der hier gut ins Umfeld passt und hohe Erwartungen an sich selbst und. Ich würde schon gut reinpassen, oder? In seine Wohnung. Das Einzige, was ich machen würde, ich würde diesen Play-Button nehmen und wieder einfahren. Das wäre das Einzige. Ja, und durchstreichen und Ladok. Mit Deepex drüber malen und Ladok reingravieren. Das war's. Perfekt. Sein Leben hat. Du musst natürlich über 18 sein oder es zumindest in den nächsten 2 Monaten werden. Falls sich jetzt irgendjemand von euch denken sollte, oh mein Gott, genau auf den Moment habe ich mein ganzes Leben lang gewartet, dann kannst du jetzt Folgendes tun. Klick auf den Link in der Videobeschreibung und lade dir den Ordner mit ganz vielen Daten runter. Das sind bestimmt über 100 GB, also könnte sein, dass es zum Zeitpunkt des Videos dauert bei unserer Bambusleitung 3 Tage. Kennt sich nicht aus. Nein. Und dann hast du schon mal beworben. Und super. Computer, was sich 17 Mal aufhängt, ja, in 15 Minuten. Nur wenn du den X-Bus nicht eingeschaltet hast. Also das ist. Immer den X auf den X-Bus nicht vergessen. Ich brauch so ein. Ja, kennst du den? Ja, den Polster, den Enter. Enter, bam! Den Enter-Button. Enter-Haken-Button. Videos noch nicht online ist. Der Link, der steht dann spätestens morgen, also am 7. September da drin. In dem Ordner ist dann auch eine PDF, in der genau steht, was ich tun muss. Lest euch das unbedingt durch. Aber jetzt schon mal ganz grob zusammengefasst, ist ja auch wieder entspannt. Als erstes nimmst du ein Video auf, wo du dich ganz kurz 30 Sekunden vor der Kamera vorstellst. Hallo, ich bin Dominik, bin 24 Jahre alt, bin hauptberuflich YouTuber und Kader mit Photoshop.
mach ich nicht, ich mache einfach nur auf Handy Pixart, das kann ich. Filmora 9 habe ich, da schneide ich nur meistens das rein. Und ich, Schulabschluss habe ich keinen, los bin ich komplett. Nimm mich. Ja, das war die Bewerbung. Also wenn du mich nicht nimmst, bist du selber schuld. Bitte schneide das aus diesem Video und schick. Dann schneidest du mit dem Filmmaterial, das du dir runterladen wirst, die ersten 2 Minuten von einem Hauptvideo mit Hilfe von einem Skript. Aber sei gerne kreativ, wenn du denkst, du willst vom Skript abweichen, dann mach das unbedingt. Was ist denn aber ein Skript? Ja, weil, wo du aufschreibst, was du machst, oder in einem Film, wo steht, was wer sagt und so. Das weiß ich, ey. Ja, wieso fragst du dann? Na, so. Also, wolltest du mich nur testen? Nein, ich wollte. Download-Link wird auch Musik sein, aber Bonuspunkte gibt es auf jeden Fall, wenn ihr selber bei Epidemic Sound oder Artlist passende und copyright-freie Musik selber findet. Dann erstellst du zu dem Video ein Thumbnail. No. Damit wir sehen, dass du auch mit leichteren Themen gut umgehen kannst und dazu lustige Musik und alles Mögliche findest, ist eine der Aufgaben auch noch ein 2-minütiges Streaming-Highlight zu zaubern und dazu dann auch noch ein Thumbnail zu erstellen. Dann wäre es gut, wenn du dir 3 Videoideen überlegen würdest. Bruder, der hat Anforderungen, das muss ein Videoproduzent sein. Alleine schafft er das nicht. Ich glaube, er will Filme machen. Ich weiß nicht, was er vorhat. Ich wäre echt neugierig. Ich glaube, er will zur Herr der Ringe 3.0 auch rausbringen. Wisst ihr, mit was? Mein Schatz! Sei sorry. Von denen du denkst, dass die auf meinem Kanal richtig gut passen würden und natürlich gut ankommen würden. Dann schnappst du dir eines der Videoideen und schreibst die erste Minute von dem Skript für das Video, damit ich eine Einschätzung kriege, ob du im Schnitt dann auch vielleicht eine Geschichte erzählen kannst, ohne dass man dir ein Skript vorgibt. Such dir auch noch gerne 2, 3 kurze Stücke von deiner Arbeit, es könnten auch Bilder sein oder irgendwelche Musikvideos. Pack alles in den Ordner und lad's uns als Link hoch. Dann schnappst du dir die Bewerbungsvorlage.txt, füllst es mit deinen Inhalten aus und schickst es dann ab. Aber liest dir davor auf. Ich check nicht mal, was er will von mir. Wie soll das jemand schaffen? Ich habe mir gedacht, er erzählt seine Geschichte, ja, vom Kater zum YouTuber. Dass er einen Kater sucht, war nie die Rede, glaube ich, oder? Steht Lebenslauf plus Bewerbung, aber das hat das mich irgendwie nicht irritiert jetzt. Wahnsinn! Ja, okay, aber. Also ich verstehe jetzt das Ganze, was er gesagt hat, Bahnhof. Ja, also das machen und das, THX mal das plus das. Pixart könnte ich machen. Ja, Pixart. Also ich mache dir ein Pixart. Aber Maximum. Genau von diesem Bild, wenn du möchtest. Dankeschön. In jedem Fall noch die Cutterinfo.pdf durch, weil das sind wichtige Inhalte, die jetzt hier den Rahmen aber sprengen würden. Ich weiß, das ist ultra viel verlangt für eine Bewerbung und ihr werdet da... Nicht wirklich, oder? Nein, überhaupt nicht. Also die Bewerbung ist zur 0815. Also für mich sprengt das jetzt schon den Rahmen. Ich will gar nicht wissen, was da drinnen steht. Also ich lade mir die 200 GB sicher nicht runter. Ich schon. So viel Speicherplatz habe ich gar nicht auf meinem MacBook. Danke. Daran bestimmt 1 oder 2 oder sogar 3 Tage dran sitzen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass ihr dann eine Absage bekommt, die besteht natürlich. Also wenn es euch das nicht wert ist, dann lasst es natürlich sein. Auf die besten der Bewerbungen würde ich dann reagieren und denen Shoutout geben, wenn sie das möchten. Also schreibt bitte in den Betreff Reaktion Ja oder Reaktion Nein, damit wir das direkt wissen, ob wir das in der Reaktion zeigen dürfen oder nicht. Wenn ihr noch nicht schneiden könnt oder noch ein Anfänger seid, dann kann ich euch mal einen Schnittkurs empfehlen, mit dem man innerhalb von 2 Stunden Videomaterial möglichst effizient und schnell alles braucht, was man für YouTube-Videos und Musikvideos braucht. Aber ganz wichtig, ich will euch keine Illusionen machen. Kauft euch das Ding wirklich nur, wenn ihr selber wirklich schneiden lernen wollt und nicht, wenn ihr jetzt mein Cutter werden wollt, weil was der Cutter alles können muss, das lernt ihr in 2 Wochen auf gar keinen Fall. An dieser Stelle nochmal ein großes Danke an meinen aktuellen Cutter, den Barney, der immer großartige Arbeit leistet, aber leider nicht nach Köln ziehen kann. Er hat vor kurzem ein Video gemacht, in dem er erklärt, wie er... Ja, schaut aus wie ein Cutter. Ja, wie sieht der Cutter aus? Wie wurde ich Cutter für YouTuber? Und 3 Tipps, wie du selbst Cutter werden kannst. Ja, ich kann dir auch einen Tipp geben, wie du Cutter werden kannst. Du nimmst ein Blatt und ein Stanley-Messer, du schneidest darüber, hast ein Cutter-Stanley-Messer. Okay. Oder das Weisheiten mit Tommy. Danke. Ja, mein Cutter, aber auch der von anderen YouTubern geworden ist. Und er macht Videos zum Thema Schnitt und Film. Also wenn euch das interessiert, dann findet ihr auch da einen Link in der Beschreibung. Ich freue mich jetzt schon, eure Bewerbungen zu sehen. Ich bin mir sicher, dass es noch viele gibt, die jetzt da zögern und nicht wissen, ob sie diesen Schritt wagen sollen oder ob sie nach Köln ziehen wollen. Und für die beende ich dieses Video mal komplett klischeehaft mit einer Rede von Steve Jobs. You've got to find what you love. Your work is going to fill a large part of your life. And the only way to be truly satisfied is to do what you believe. Was? Er ist ein Cutter. Ja, Steve Jobs war sein Cutter. Lange Zeit. Jetzt leider nicht mehr. Guter Mensch. It is great work. And the only way to do great work is to love what you do. Your time is limited. Ich glaube, das so, war's, oder? Ja, ich glaube, das war's wirklich. Ich schreibe rein. Ich muss jetzt reinschreiben. Es hilft nicht. Sieht man es? Los.
das? Bewerber, wie ausführlich soll die Bewerbung sein? Ja. War echt ein gutes Video, obwohl es nicht das war, was wir jetzt gedacht haben. War trotzdem gut und interessant. War zwar zu viel für meinen Kürbis, aber es ist doch schon Pixar zu viel für meinen Kürbis. Also was soll ich sagen? Ist so, soll schon sein. In diesem Sinne werden wir das Video beenden. Danke fürs Zuschauen. Instagram, Corona, Bier, let's have some fun. Facebook, Profile, Tinder, Match, YouTube, Banner, die Abos sind ein Catch.